Moin Leute, Moin. Herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. Im 16. Video der Playlist schauen wir uns jetzt folgendes Beispiel an. Wenn wir 10% auf etwas raufrechnen und wieder 10% davon wieder runternehmen, gehen wir ja davon aus, dass sich eigentlich nichts ändert, oder? Das ist falsch. Ihr seht, es sind 2 von 3 Sternen. Ihr müsst schon so ein bisschen so ein Grundverständnis dafür haben. Schauen wir uns mal ein kleines Beispiel dafür an. Wir gehen von 100 Euro aus. Wenn wir bei 100 Euro 10% draufrechnen, das sollten wir alle noch hinkriegen. 10% von 100 Euro sind ja 10 Euro. Das heißt, wir rechnen nichts anderes als 100 plus 10 Euro. Sind wir bei 110 Euro. Jetzt ziehen wir mal wieder 10% ab, ne, minus 10%. Und jetzt müssen wir aber natürlich aufpassen. Was sind denn jetzt 10% von 110? Sind nicht 10 Euro, es sind halt 11 Euro. Also kommen wir am Ende auf 99 Euro. Und der Grundwert ändert sich. Genau das ist auch der häufigste Fehler. Man muss genau das erkennen. Hier ist der Grundwert 100 Euro gewesen am Anfang. Aber wenn ich jetzt 110 Euro habe, ist der Grundwert plötzlich neu, 110 Euro. Wenn ich da 10% von abziehe, na gut, habe ich 11 Euro. Ja, seht ihr hier, diese 11 Euro. Und somit habe ich ja, 99 Euro und nicht mehr 100 Euro. Und das ist immer so, wenn ich also etwas um einen Betrag prozentual erhöhe und danach wieder absenke, habe ich nie das gleiche Ergebnis raus. Im nächsten Video schauen wir uns an, wenn der Grundwert vermindert wird. Das ändert so ein bisschen was an der Rechnung. Also bis gleich, ne? Ciao. Ciao.